Hallo zusammen, wer kennt sie nicht? Die vielleicht kultigste Mystery-Serie der späten 90er Jahre, nämlich X-Factor das Unfassbare, die Sendung, in der Jonathan Frakes die Zuseher vor die knifflige Aufgabe stellt, die Wahrheit von der Fiktion zu trennen. Jeweils 5 Kurzgeschichten wurden präsentiert, die zum Teil auf wahren Begebenheiten beruht haben sollen. Ich denke mal, wer sich das Video hier anschaut, ist mit dem Ablauf der Sendung vertraut, deswegen werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Doch wer hat sich damals nicht alles gefragt, was denn an den sogenannten wahren Geschichten wirklich dran ist? Sind die wirklich so oder so ähnlich passiert? Oder haben sich irgendwelche findigen Autoren einfach alles ausgedacht? In Zeiten des Internets sollte es doch ein leichtes sein, die entsprechenden Hintergründe herauszufinden, oder? Ja, ganz so einfach ist es nicht, denn das X-Factor-Team hat damals nur sehr vage Quellenangaben geliefert. Dennoch sind mittlerweile ein paar Hintergrundinformationen durchgesickert. Und wie wahr die in Anführungszeichen wahren Geschichten tatsächlich sind, das schauen wir uns jetzt an. Wenn du Lust hast, dann sei doch einfach dabei. Zunächst sei vielleicht gesagt, dass X-Factor das Unfassbare eine Unterhaltungssendung ist und keine Dokumentation und daher auch gar nicht den Anspruch erhebt, Ereignisse so authentisch wie möglich wiederzugeben. Die Geschichten sollen so präsentiert werden, dass sie möglichst spannend daherkommen und den Zuseher entsprechend fesseln können. Daher ist es auch nicht selten der Fall, dass gerne mal so einiges zu einem Ereignis hinzugedichtet wurde, was in Wirklichkeit nie passiert ist. Anhand der vermutlich am besten dokumentierten Wahngeschichte will ich das mal etwas verdeutlichen. Und zwar geht es um die Geschichte Titan, in der ein Schriftsteller einen Schiffsuntergang beschreibt, der erstaunlich viele Parallelen zum Untergang der Titanic aufweist, dies jedoch etliche Jahre im Voraus. Das Buch gibt es wirklich und die Parallelen sind tatsächlich verblüffend, jedoch wurden die ganzen Unterschiede zwischen der Erzählung im Roman und dem Untergang der Titanic bei X-Factor nicht erwähnt, auch wurden einige Details geändert, um den dramaturgischen Effekt zu erhöhen, denn anders als im Buch beschrieben, wurde bei X-Factor behauptet, die Titan, wie das Schiff im Roman heißt, würde sich auf ihrer Jungfernfahrt befinden und das von Southampton nach New York. Tatsächlich aber war dies im Roman jedoch genau andersherum. Deutlich größer noch werden die Abweichungen zwischen dem tatsächlich stattgefundenen Ereignis und der Darstellung bei X-Factor in der Geschichte Graffiti. Hier war es so, dass eine Zeitung in den 50er Jahren berichtet hatte, dass vor einer Schule in Indiana auf dem Bürgersteig der Satz Remember Pearl Harbor geschrieben stand und das Ganze 2 Jahre vor dem Angriff der Japaner. Der Satz war jedoch nur ein einziges Mal geschrieben worden und nicht massenhaft, wie es in der X-Factor-Folge dargestellt wurde. Wer den Machern von X-Factor jetzt arglistige Täuschung vorwirft, dem sei jedoch die Frage gestellt, wie man denn sonst aus dem tatsächlichen Ereignis, das ja durchaus sehr mysteriös ist, eine spannende Geschichte hätte machen sollen. Es scheint überhaupt so zu sein, dass viele der von X-Factor als wahr bezeichneten Geschichten heute eher den Ruf einer urbanen Legende haben, dass die Autoren jedoch bewusst Geschichten erfunden hätten, um diese dann als Tatsachen zu verkaufen, kann man hingegen wohl ausschließen. Auf der bekannten Filmseite IMDb konnte man im Forum lesen, wie einer der Macher der Serie beschrieben hat, wie die Recherchearbeiten zu den einzelnen Geschichten stattgefunden haben. Den Autoren wurden hier zahlreiche Zeitungen und Magazine vorgelegt, in denen sie dann nach spannenden Artikeln suchen sollten und diese entsprechend für das Format der Sendung anpassen sollten. Interessant ist ja auch, dass der Autor vieler Geschichten, Robert Treylance, der auch mit zahlreichen Zeugen gesprochen haben will, gerne als Quelle das Buch Strange Events Beyond Human Understanding angab, an dem er selbst mitgewirkt hatte.
Für die erfundenen Geschichten hat man sich übrigens gerne bei bekannten urbanen Legenden bedient. Wer sich die Serie Twilight Zone anschaut, wird sich in vielen Episoden an X-Factor erinnert fühlen. So gibt es beispielsweise dort unter anderem eine Geschichte, die in ihrer Handlung nahezu 1:1 der X-Factor-Folge Nachtwache entspricht. Ja, dann soll es auch mit dem Video für heute wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet das Ganze ein wenig unterhaltsam. Also macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.